So, hallo miteinander und herzlich willkommen im ersten virtuellen Kosmos unserer frisch gebackenen Online-Streaming-Plattform. Heute gleich das erste Mal natürlich mit Cosmopolitics und unserem Host, dem Klimastreik Zürich. Und bevor wir loslegen, habe ich einige technische Disclaimer vorzutragen. Zum einen, dass dies eine Plattform ist, die sich noch im Aufbau befindet und wir selbst nicht wissen, was heute so passieren wird und passieren kann. Wir werden es sehen. Dann, dass wir heute auch genauso Kollekten und Spenden entgegennehmen und dies aber per Stream. Das heißt, ihr könnt unten entweder bei Facebook auf den Link klicken, cosmos.ch/stream oder dann auf den, wenn ihr dort angekommen seid, unten findet ihr den Spenden-Button, da könnt ihr mit PayPal und Kreditkarte spenden. Das erscheint dann sogar im Stream, da könnt ihr einen Namen angeben, eine Nachricht, wie ihr das möchtet. Und das Ganze geht dann 50-50 an den Klimastreik Zürich und an uns zum Kosmos. Dann, was wir außerdem vorbereitet haben, ist natürlich der Chat. Ihr könnt mitchatten, das passiert auch auf cosmos.ch/stream. Da könnt ihr rechts im Streaming-Fenster mitchatten, müsst euch ein Konto bei Twitch einrichten und dann könnt ihr unter eurem Namen oder einem beliebigen Namen Input beitragen. Auch Input beitragen lässt sich bei unserem Klima-Jamboard. Dort könnt ihr mit dem Link, den ihr jetzt im Bild sehen solltet oder bei Facebook in der Beschreibung sehen solltet, könnt ihr mitjammen und zum Beispiel eure Transparente, die ihr jetzt nicht an eine Klimademo mitnehmen könnt, dort verfassen und zeichnen, Memes schicken, Statements schicken, was ihr möchtet, könnt ihr alles da reintun, solange es mit dem Thema Klima zu tun hat. So, nun möchte ich das Wort übergeben an den Klimastreik Zürich und an Matthias. Viel Spaß. Danke vielmals, André. Wie immer, danke auch an das Kosmos, dass wir heute hier sein dürfen. Sehr, sehr angenehm hier mit diesen Menschen, auch wenn es ein bisschen leer wirkt, nicht so wie sonst. Ja, ich bin Matthias, ich bin seit etwa im März letzten Jahres aktiv im Klimastreik und darf heute mit drei anderen mega spannenden Menschen diskutieren über die aktuellen Ereignisse und wie sie die Klimabewegung betreffen, aber auch was so in Zukunft passieren wird. Zu meiner Rechten sitzt Annik. Annik kenne ich jetzt auch schon seit letztem Sommer und ist im Moment in der ZHDK im Vorkurs. Dann Fiona kenne ich auch schon ein bisschen länger, kenne es auch gut. Fiona ist im Zwischenjahr und wird voraussichtlich im Herbst anfangen, Politikwissenschaft zu studieren. Und Jo hat gerade seine Matur geschenkt bekommen. Ist erst 16 Jahre alt und wird auch mit uns heute mitdiskutieren. Zuerst möchte ich kurz klarstellen, immer dieser Vorwurf, den wir uns begegnet sehen, von wegen, ja, Corona ist doch so gut für das Klima. So, nein, Corona ist nicht gut für das Klima. Erstens, Corona tötet Menschen. Zweitens, braucht richtigen Klimaschutzumbau und keine Reduktion von Treibhausgasemissionen. Und ich denke, das ist ein grundlegender Fehlschluss, den Menschen ziehen. Wir möchten nicht kurzfristige Lösungen, wir möchten nachhaltige Lösungen. Und genau diese bietet im Moment diese Maßnahmen nicht. Jedoch sehen wir großes Potenzial für einen nachhaltigen Umbau der Gesellschaft, der auch so nötig ist, um noch weitere in viel höherer Anzahl Menschenleben zu retten in dem Sinn. Ich freue mich, über das heute zu diskutieren können, gleich mit dem ersten Thema, und zwar das Thema, das so in aller Munde ist und auch ein bisschen unser Titel anspielt, nämlich das Klatschen keine Krisen löse. Der Klimastreik, ja, wir versuchen uns auch solidarisch zu halten, haben unsere Sitzungen online, versuchen Demos oder unsere Aufmerksamkeit oder die Aufmerksamkeit auf das Klima zu lenken mit kleinen Aktionen, werden aber dann permanent verhaftet, was ein bisschen schwierig ist. Aber mich nimmt jedoch Wunder, wie sieht die Solidarität heute in der Gesellschaft aus? Fiona, kannst du mir da vielleicht weiterhelfen? Ja, also Solidarität heißt, wie wir alle wissen, klatschen, oder?
Ja, also während der Corona-Krise wurden Gesundheitsberufe extrem viel wichtiger. Also in der Gesellschaft wurde im öffentlichen Diskurs plötzlich so das Thema Care-Sektor sehr wichtig und das Bewusstsein für diese Pflegeberufe hat sich extrem gesteigert und plötzlich haben alle gemerkt, das ist ja wirklich momentan extrem wichtig für unsere Gesellschaft. Wir sollten uns dankbar zeigen diesen Leuten gegenüber, die jetzt wirklich Außerordentliches leisten für uns alle. Und damit wurde eben dann öffentlich aufgerufen zu regelmäßigem aus dem Fenster und vom Balkon klatschen. Das ist eine sehr schöne Geste. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und hier möchte ich gerne ein kleines Bild zeigen. Hier sehen wir eine Frau, welche im Care-Sektor oder also in der Pflege arbeitet und ein Schild hochhält, wo drauf steht: I care, aber klatschen zahlt meine Miete nicht. Dann sehen wir hier ein weiteres Schild. Hashtag I care, aber ihr offensichtlich nicht. Und ein weiteres Schild. I care, aber das System tut's nicht. Was ist hier passiert? Es sind Menschen, welche im Gesundheitssektor arbeiten und nun in Zeiten von Corona wirklich extrem unter Druck stehen und unter Arbeitsbedingungen täglich im Einsatz sind, welche nicht tragbar sind. Und deshalb hat sich ein Kollektiv gebildet, das heißt Care Work Unite. Das sind Menschen im Gesundheitsberuf, aber auch Aktivistinnen aus dem feministischen Frauenstreik-Kollektiv, welche sich zusammengefunden haben und zu organisieren begonnen haben, weil sie das so nicht mehr weiter haben wollen. Und nun die Frage, was bedeutet denn Solidarität wirklich? Also das Klatschen ist ja offensichtlich gut gemeint, kommt aber doch nicht irgendwie zu dem Punkt, dass die Menschen, an welche es gerichtet ist, wirklich sich auch in dieser Solidarität irgendwie fühlen. Also die Solidarität kommt wie nicht an bei diesen Leuten. Und ich glaube, meine persönliche Definition von Solidarität wäre, dass auch wenn ich nicht im gleichen Boot sitze wie du, dann lasse ich dich wissen, dass ich in meinem eigenen Boot, wo ich bin, in einem anderen Boot als deinem, alles daran setze, um deine Situation zu verbessern. Und offensichtlich ist das Klatschen hier eben nicht erfüllend genug. Es erfüllt eben nicht alles und heißt eben nicht, dass alles daran gesetzt wird, um wirklich die Situation dieser Menschen zu verbessern. Also wir sind in der Corona-Krise und es wurden sehr einschneidende Maßnahmen getroffen. An jeder Ecke in der Stadt sieht man Schilder mit dem sehr wohlbekannten Slogan inzwischen: Bleiben Sie zu Hause bitte alle. Und hier ist ein bisschen die Frage, wer ist gemeint mit diesem alle? Denn unserer Meinung nach ist mit diesem alle eben doch nicht ganz alle gemeint. Denn es gibt Menschen, welche vergessen gehen. Menschen, welche nicht ein Zuhause haben, oder ein Zuhause haben, in welchem sie sich nicht sicher sind. Es gibt extrem viele obdachlose Menschen, sans-papiers, welche angewiesen waren auf Angebote wie Tischlein deck dich, welche nun während den Corona-Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können. Oder ein weiteres Beispiel in Genf, was extrem für Aufschrei gesorgt hat, wo 2.500 Menschen Schlange standen, stundenlang bei einer Essensausgabe und plötzlich sich alle bewusst wurden, es gibt tatsächlich Armut in der Schweiz. Also
erstaunlich, dass das für sehr viele Menschen eine Überraschung war. Ja, aber natürlich auch nicht zu vergessen Flüchtlingscamps, wo wirklich die Corona-Maßnahmen so einfach nicht eingehalten werden können, wo die Menschen viel zu eng aufeinander wohnen und ja, die Hygienemaßnahmen völlig nicht durchsetzbar sind. Genauso auch in Asylunterkünften, wo Menschen auf sehr, sehr engem Raum gezwungen sind, zusammen zu wohnen und dann zum Teil auch Ausgangsverbot hatten, nicht mehr raus durften und wirklich ja, unter sehr prekären Situationen oder noch prekäreren Situationen als vorhin eigentlich leben mussten. Ja, ich glaube, wir könnten damit die Diskussion öffnen. Was bedeutet Solidarität gerade in diesen Krisenzeiten heute in unserer Gesellschaft? Was ist wirklich solidarisches Verhalten? Ich finde, die Frage, die du gestellt hast, wer ist mit diesem Alle, von diesem blauen Schilder gemeint, eine extrem grundlegende Frage, weil wir sehen, wie du gesagt hast, es können gar nicht alle gemeint sein. Und ich denke, dieses Alle bezieht sich nur auf sehr, sehr, sehr wenige Menschen auf die ganze Welt gesehen, da nur sehr wenige Menschen wirklich, wie gesagt, ein sicheres Zuhause haben, ein selbstbestimmtes Zuhause. Das heißt, sie können entscheiden, was zu Hause passiert. Also wenn ich in einem Heim wohne, ist das nicht ein selbstbestimmtes Heim. Menschen, die gar keinen physischen Ort haben, vielleicht gerade ein Dach über dem Kopf, insofern wird das Wort Alle nur auf einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft bezogen. Und dieses Alle wird somit falsch benutzt. Oder dasselbe geschieht in meinen Augen mit dem Wort Solidarität. Solidarität, ich denke, vor Corona hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Alain Berset während der Pressekonferenz etwa fünfmal das Wort Solidarität benutzt, weil es sehr ein klassisch links geprägtes Wort ist. Und nun höre ich fast von dem ganzen Spektrum auf der politischen Ebene von Solidarität zu sprechen. Und das tut mir ein bisschen weh. Also auf der einen Seite finde ich es schön, auf der anderen Seite tut es mir weh, weil ich weiß, dass diese Solidarität Grenzen hat. Diese Solidarität hört auf, diesen Menschen, diese Corona-Maßnahmen, dieses Stay-at-Home praktizieren können. Aber Solidarität hört in meinen Augen nicht auf. Solidarität hat keine Grenzen. Sie geht nicht bis zum eigenen Gartenzaun. Und darum tut mir das weh und ich finde es schade. Und es ist auch wie ein bisschen, was wir auch beim Klima erleben, dieses Greenwashing. Leute benutzen diese Aspekte, um sich besser darzustellen, obwohl sie es gar nicht wirklich meinen. Und das ist in meinen Augen ein typischer Auswuchs vom jetzigen System, dass man diese Worte benutzt, obwohl sie eigentlich grundlegend leer sind. Ja, also ich kann mich eigentlich in vielen Bereichen Matthias anschließen. Ich hatte auch in letzter Zeit oftmals etwas Krisen oder Zweifel, weil es überall heißt, ja, die Gesellschaft ist solidarischer geworden. Und ich möchte auch gar nicht anzweifeln, dass das die Menschen nicht versuchen, aber die Solidarität, wie du gesagt hast, hat Grenzen. Und ich sehe ganz klar, dass die Solidarität in der jetzigen Zeit da aufhört, wo es dem System wehtut. Und das ist beispielsweise der Fall, wenn es um Flüchtlinge geht, oder das ist auch der Fall, wenn es um Bauarbeiten geht. Da kann man dann plötzlich nicht mehr den Risikogruppen sagen, dass sie zu Hause bleiben dürfen, weil es müssen ja neue Häuser gebaut werden. Wir brauchen diese Häuser, die Wirtschaft braucht diese Häuser. Und was mich persönlich auch noch beschäftigt, ist, dass man, wenn man über Solidarität spricht, eigentlich nur Solidarität meint mit den Betroffenen der Krise und nicht mit den Betroffenen der Maßnahmen. Also dass man vergisst, dass die Corona-Krise, die gekommen ist, eine weitere Krise ausgelöst hat, nämlich eine soziale Krise, eine Wirtschaftskrise, und dass diese Krisen auch Menschen treffen und dass diese Krisen genauso wie alle Krisen die Menschen, die sowieso schon am Rande der Gesellschaft standen, über den Rand stürzen und dass man eben selbstständige Menschen vergisst, die jetzt kaum mehr überleben können, oder dass man Menschen vergisst, die immer am Existenzminimum gelebt haben und jetzt, wo sie einfach kein Einkommen mehr bekommen, mehr Probleme haben, als einfach nur sich zu Hause zu beschäftigen. Und ja, ich sehe einfach auch in meinem Umfeld, dass viele Menschen, die zu Hause bleiben und die über Solidarität sprechen und das alles gut meinen, aus sehr privilegierter Sicht eigentlich diese ganze Situation betrachten.
Ich denke auch, dass ja, dass die Solidarität einfach so zwei Ebenen hat in der jetzigen Zeit. Also dass wir vor allem eben die Solidarität in gewissen Bereichen, wo sie sehr wichtig ist für die Wirtschaft oder wo sie einfach umsetzbar ist, wird die Solidarität handgreiflich. Also wir, der Bund und die Politik und auch die Gesellschaft tut wirklich etwas dafür, um diese Solidarität in den Alltag zu tragen und in den Bereichen, in denen es, ja, eben wie im Care-Sektor und all den anderen Bereichen, die jetzt angesprochen wurden, reicht die Solidarität dahin aus, dass wir zeigen, dass wir eigentlich einfach auch an diese Menschen denken, was ja nicht wirklich ein Akt der Solidarität ist, sondern einfach, also ein kleiner Akt der Solidarität, der einfach nicht in etwas Greifbares hinausreicht und der vor allen Dingen einfach vernachlässigt wird, zum Zuge quasi zur Solidarität, zur Wirtschaft oder zu den Maßnahmen, die oberflächlich eben allen Menschen helfen sollten und es eben aber nicht allen gleich tun. Also ein weiterer Punkt, den du noch angesprochen hast mit dem Greenwashing, finde ich auch sehr interessant, weil man sich da die Frage stellen kann, ja, schadet es denn, dass die Solidarität, die jetzige Solidarität der Gesellschaft nicht weitergeht? Ist es nicht schon ein erster Schritt? Ist es nicht schon gut, dass wir versuchen, solidarisch zu sein? Und da finde ich, kann man das wirklich sehr gut mit dem Greenwashing vergleichen, weil oftmals schadet es eben mehr, wenn man denkt, dass man etwas macht und es aber eigentlich nicht tut, als wenn man einfach das gar nicht versucht zu machen. Weil jetzt spricht man zwar überall von Solidarität, aber das führt auch dazu, dass dieser Begriff etwas verwässert wird, weil Solidarität nur noch heißt zu klatschen. Oder, also natürlich ist das auch für viele Menschen schwierig, zu Hause zu bleiben, aber das ist eben... das sind halt Dinge, die Individuen machen und die nicht dem System wehtun. Und ja, also ich finde es beinahe schon problematisch, dass Solidarität, jetzt überall von Solidarität gesprochen wird und wir eigentlich denken, dass die Gesellschaft solidarischer wird, obwohl sie es eben nicht tut, weil man dann all diese Probleme, die wir angesprochen haben, vergisst. Aber also, es ist ja schon... trotzdem eine schöne Geste und immer noch besser, wenn ich jetzt gar nichts, also bisher noch gar nie an die Menschen im Pflegeberufen gedacht habe und jetzt irgendwie mich entscheide, okay, ich zeige ihnen jetzt Dankbarkeit durch dieses Klatschen als Geste. Ist ja trotzdem irgendwie besser als gar nichts, oder nicht? Also ich finde es interessant, weil es erinnert mich daran, dass wir in der Vorbereitung besprochen haben, ob man dieses Klatschen nicht in der Klimakrise mit Recycling gleichsetzen kann oder damit an eine Demo zu gehen. Oder, und es gibt zwar noch einen erheblichen Unterschied zwischen diesen beiden Dingen, aber gerade mit Recycling, finde ich, kann man es zum Beispiel sehr gut gleichsetzen. Also wir zum Beispiel als Klimastreik rufen ja nie zu individuellen guten oder grünen Taten auf, wie zum Beispiel Recycling oder ja, Pflanzen in eurem Garten zu pflanzen. Und damit meinen wir nicht, dass wir es schlecht finden, wenn man recycelt oder wenn man einmal mehr mit dem Fahrrad fährt wie mit dem Auto. Aber damit meinen wir, dass wenn man es macht und das nicht mit dem Bewusstsein macht, dass es nichts daran verändert, weil das System immer noch gleich funktioniert, dann ist es fast schlechter, wie wenn man gar nichts macht. Und natürlich ist es gut, etwas zu machen, auch wenn es etwas Kleines ist, aber es muss mit dem Bewusstsein geschehen, dass es nur etwas Kleines ist und dass es nichts an der großen Problematik verändert, weil sonst vergisst man die große Problematik. Ich denke auch, das ist extrem grundlegend, diese Skalierbarkeit von unserem Denken, dass wir wie verstehen können, auf welcher Ebene wir uns gerade befinden. Das ist auch, Johann, das wir auch angesprochen, dass wir verstehen, dass das Klatschen sendet etwas aus, wenn man diese von Care Work Unite diese Praxisberichte anschaut, also wirklich von Menschen, die ja wirklich dort arbeiten, sagen sie, ja, es hat sie berührt, aber jetzt, es muss wie weitergehen. Und das habe ich vorhin gemeint mit dieser Solidarität, die einfach irgendwo aufhört. Und meistens geht sie nicht so weit. Also man möchte gar nicht zu viel geben. Das hat er auch gesagt. Sobald es anfängt, der Wirtschaft weh zu tun, hört die Solidarität auf.
Und das tut mir weh, aber ich möchte gar nicht wissen, wie es diesen Menschen weh tut, die in diesen prekären Situationen sind. Also ich würde mich, also, ja, es ist fast nicht vorstellbar, oder? Also wenn du in einem Flüchtlingscamp bist und diese 7 Bundesräte sprechen von Solidarität, aber du dir gar nichts wirklich zu essen leisten kannst aufgrund den Corona-Maßnahmen, das ist auch, und das finde ich etwas das Grundlegendes, was mir an dieser Corona-Krise wirklich auch bleiben wird, denke ich. Diese Maßnahmen, die nicht inklusiv gedacht wurden, sondern nur an die Menschen, die es eh schon leisten können. Ich denke auch, dass es ja auf eine Art wichtig ist, dass wir ja nicht tatsächlich auch gleich, ähnlich wie bei der Klimakrise, nicht diese einzelnen Personen, die jetzt auf ihren Balkon stehen und klatschen gehen, dass wir nicht diese an sich kritisieren und ihnen fehlende Solidarität vorwerfen, sondern dass wir eben der Politik und dem Bundesrat, quasi die Exekutive, die ja jetzt gerade in voller Kraft liegt, dass wir ihr nicht genügend Solidarität vorwerfen, dass es einfach innerhalb des Systems ein Solidaritätsungleichgewicht gibt und dass es das ist, was irgendwie ausgeglichen werden muss. Und ja, so wenn jede Person für sich irgendwie sich solidarisch einfach einzelnen Personen oder eben einem ganzen Sektor, Care-Sektor gegenüber zeigen will, dann ist das ein vielleicht empathischer Akt oder ein schöner Akt, der ja irgendwie Gefühle auslöst oder ähnliches, aber nicht etwas, was von struktureller Solidarität zeugt. Ja, ich möchte eigentlich anknüpfen an etwas, das du vorher gesagt hast, Mattia. Also das, ja, das geht halt wirklich darum, wie gehen wir um mit solchen Krisensituationen und was für Maßnahmen treffen wir da. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Überleitung zu Klimagerechtigkeit, was ja eine Forderung ist vom Klimastreik. Klimagerechtigkeit bedeutet eben genau auch, dass man sich bewusst ist, dass es verschiedene Ansätze gibt, um diese Krise zu begegnen. Und dass es eben genau auch wichtig ist, die sozialen Komponenten mit einzubeziehen. Ja, also grundlegend. Also das ist für mich auch das, was ich in meinem Anfangsstatement wie gesagt habe, dass wir wirklich in erster Linie für Menschen kämpfen. Und wir kämpfen nicht für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen. Das ist für mich ein ganz grundlegender Punkt. Weil schlussendlich sind es nicht wir in erster Linie, die darunter leiden werden, sondern Menschen im globalen Süden. Das sieht man auch jetzt. Was auch speziell ist, dass diese Menschen nicht diese Maßnahmen ergreifen können. Und dass wir in erster Linie, für meinen persönlichen Aktivismus, bin ich für die Menschen im Einsatz, sozusagen für die Menschen im globalen Süden, die zuerst oder jetzt schon oder auch schon gestorben sind an den Folgen der Klimakrise. Und das ist für mich ein grundlegender Gedanke. Und ich glaube, dort fehlt auch ganz klar die Solidarität. Wenn wir uns wirklich solidarisch verhalten würden, was würde das konkret heißen? Was würde das heißen, wenn wir im Parlament konkret solidarisch handeln würden? Das heißt, wir würden an die Menschen denken, die jetzt schon gestorben sind an der Klimakrise und die jetzt an den Folgen der Klimakrise leiden. Jetzt im Moment. Und dann würden wir ganz anders handeln. Und darum sehe ich eben dieses Verständnis von Solidarität, wo nicht komplett gedacht ist, wo nicht um den Globus gedacht ist. Und das ist etwas, was schon gesagt. Also ich glaube, Klimagerechtigkeit ist ja deshalb so essentiell, weil die Klimakrise an sich kann man schon nicht losgelöst vom sozialen Aspekt betrachten, weil die Klimakrise wird uns in der Schweiz, das kann man so sagen, noch lange nicht wirklich etwas angehen. Und das ist genau das Problem, dass eben also die Klimakrise die Menschen, die verantwortlich sind dafür, als letztes trifft. Und deshalb, wenn man gegen die Klimakrise kämpft, dann ist es an sich schon ein soziales Problem. Dann kämpft man an sich schon für Menschen, die es selber nicht können. Und die Frage ist dann nur noch, wie weit geht diese soziale Komponente in der Klimakrise? Und ich glaube, an dieser Frage sind wir bisher gescheitert, wenn wir versucht haben, Klimagerechtigkeit zu definieren. Und ich denke, da kann die jetzige Situation schon eine Chance für uns als Bewegung sein, weil wir jetzt wirklich klar sehen, was bedeutet es, dass Krisen Ungleichheiten verstärken. Also natürlich hatten wir vorher alle ein grobes Verständnis davon, aber
Ich denke, es ist schon immer etwas anderes, wenn man es dann wirklich auch selbst miterlebt, wenn man es sieht. Und ich denke, Dorit hat, ja, wird uns die jetzige Situation sehr dazu bringen, dass wir das klar definieren können, dass wir das klar überdenken können, dass wir uns auch endlich mal dem Ausmaß dieser Forderung bewusst sind, was Klimagerechtigkeit heißt. Also, dass wir eben jetzt sehen, wie wollen wir eine Krise nicht lösen. Ich sage nicht, dass alles an der Art, wie wir mit der Corona-Krise umgehen, schlecht ist. Es gibt viele gute Ansätze, aber wir sehen eben auch die Problematiken und diese wollen wir bei der Klimakrise anders angehen. Ja, und wir sehen jetzt, es jetzt langsam mit der Corona-Krise, dass es also die Bahnhofstraße geht wieder langsam auf, wird wieder geöffnet und der Applaus ebbt langsam ab für die Menschen, die im Care-Bereich arbeiten, und die Menschen kehren wieder in ihren normalen Alltagstrott zurück, langsam aber sicher. Und was bedeutet das? Was bedeutet das auch für die Klimakrise? Wie müssen wir jetzt vorgehen, damit eben nicht Krise um Krise folgt? Und ich glaube, dass damit würde ich gerne dir, Annik, das Wort geben für den nächsten Input. Ich möchte noch kurz auf den Chat eingehen, und zwar gab es eine Frage. Und zwar, ist richtige Solidarität denn möglich in der heutigen materiellen, individualistischen Welt? Und wenn ja, wie wollen wir das erreichen? Spannende Frage. Also bezüglich dem Erreichen werden wir später noch ein bisschen hören von Jo, oder? Bezüglich dem Aktivismus, wie wir den ausleben möchten. Also ich denke, als Welt kann man da ganz einfach sagen, Ziel ist es, nicht mehr eine materialistische, individualistische Welt zu sein, dann kann man richtige Solidarität leben. Und als Einzelperson ist es natürlich immer schwierig, sich für so etwas einzusetzen. Natürlich, wir als Klimastreik tendieren da immer dazu, für politischen Aktivismus zu propagieren, also dass man eben nicht versucht, als Individuum sich richtig zu verhalten, sondern dass man sieht, dass wir auch als Gesellschaft etwas verändern müssen und sich für diese Veränderung einsetzt, persönlich. Genau. Aber sonst denke ich, alles, was mehr Verantwortung übernimmt, wie Klatschen, ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ja, also ich denke, es geht wirklich auch darum, dass die Menschen, an die Solidarität gerichtet ist, das wirklich auch selber spüren, dass die Solidarität ankommt bei denen, dass sie sich wirklich auch, dass sie das Gefühl haben, okay, ich bin nicht mehr alleine und es sind Menschen da, die sich einsetzen für mich oder in ihrer Position wirklich alles tun, um meine Situation besser zu machen. Ich glaube, richtige Solidarität ist wirklich nicht möglich, aber ich denke, es vorher wurde diese Schritte angetönt und ich denke, es ist wirklich ein Annähern an das und nicht so sagen, es hört irgendwo auf, sondern wir möchten immer weitergehen in der Solidarität und wir möchten auf Bedürfnisse anderer hören und möglichst auf sie eingehen. Ich denke, das ist ein grundlegender Aspekt, aber das ist eine sehr berechtigte Frage. Danke, Malik. Ja. Dann möchte ich gerne dir, Annik, das Wort weitergeben. Johann? Oder? Ah, oder Johann, sorry, dein Input kommt zuerst, glaube ich. Sorry, dein Blackout. Also, dann würde ich jetzt gerne weiter zu sprechen kommen, auf was denn die Corona-Krise spezifisch auf den Aktivismus und auf politisches Engagement etc. Für Auswirkungen hat. Und zwar, die Maßnahmen des Bundesrates im Zuge der Corona-Krise fordern uns ja, wie bekanntlich, auf zu Hause zu bleiben, die nötigen Hygiene- und Abstandsregeln einzuhalten. Und außerdem sind Versammlungen von über 5 Personen verboten und es gilt ein Veranstaltungsverbot. Dies schränkt unter anderem das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ein. Und dadurch stellen sich natürlich viele Bewegungen, wie eben auch die Klimastreikbewegung, viele Fragen bezüglich ihres Aktivismus. Im Klimastreik begannen wir uns in diversen Online-Meetings zu organisieren und der Widerstand
wurde auch vor allem verstärkt ins Netz getragen. So findet zum Beispiel anstelle des geplanten Strike von Futures am 15. Mai nun die Challenge for Future statt. Und dort suchten wir nach kreativen Ideen für einen Aktionstag, in denen halt alle Vorschriften eingehalten werden können. Trotzdem aber versuchen wir, Aufmerksamkeit auf die Klimakrise zu lenken, weil auch während der Corona-Krise diese nicht an Wichtigkeit verloren hat. Nebenbei gab es jedoch auch diverse Versuche, analogen physischen Widerstand jedoch Corona-verträglich zu leisten. So organisierte der Klimastreik am 5. Mai eine große Schilderdemo in Bern als Antwort auf das unverantwortliche 1,9 Milliarden Geschenk an die Flughafengesellschaften Swiss und Edelweiss. Und wie wir dort zu sehen bekamen trotz Einhaltung der Distanzregeln und dem Tragen von Gesichtsmasken waren die Aktivistinnen und Aktivisten polizeilicher Repression ausgeliefert und wurden an ihrer Aktion behindert. Noch absurder oder prekärer war das Bild am 1. Mai, wo zahlreiche Aktivistinnen trotz offenem Einhalten der Abstandsregelung weggewiesen wurden, Plakate wurden abgehängt, Personenkontrollen wurden durchgeführt und mehrere Aktivistinnen wurden sogar verhaftet. Ich persönlich empfinde die Handhabung der Einschränkung der Versammlungsfreiheit als etwas zu unverhältnismäßig. Wenn Grundrechte aus dem Notrecht eingeschränkt werden, so sollten sie eben verhältnismäßig eingeschränkt werden und im Kern trotzdem gewahrt werden. Nämlich die Covid-Verordnung hat einen Schutzzweck, die Verbreitung des Virus zu verhindern oder ihn zumindest einzudämmen. Und es geht vor allem darum, gefährdete Personen zu schützen und die Kapazitäten des Gesundheitswesens nicht zu überlasten und es für den Verlauf der Pandemie sicherzustellen. Nun, wenn sich also jemand mit Mundschutz und mit den nötigen Hygienevorschriften und ebenso mit Einhalten der 2-Meter-Abstand-Regel den Schutzzweck dieser Verordnung einhält, so sehe ich persönlich nicht wirklich eine Problematik. Und wenn, dann wäre es vielleicht angemessen, den Teilnehmenden eine Buße zu geben wegen der Teilnahme an einer unbewilligten Demonstration, rein rechtlich gesehen. Denn eine Verordnung darf nicht weitergehen als das Gesetz, auf welchem die Verordnung beruht. Also die Covid-Verordnung stützt sich auf das Epidemiengesetz und diese sieht lediglich eine Buße vor, falls jemand gegen diese Maßnahmen verstößt. Und gerade in Krisensituationen ist für die Klimabewegung und Aktivismus gegen im Generell ist Widerstand und Austausch wichtiger denn je, denn wir sehen ja auch hier, wie ganz viele Sachen aufgedeckt werden und wir uns Gedanken neu erringen können. Und wir müssen uns wieder einmal die Zeit nehmen, zu überdenken, wieso so vieles schief läuft, wie wir mit Krisen umgehen sollten und vor allem, wie wir in Zukunft Krisen vermeiden können. Die Covid-19-Krise zeigt, wie wichtig es ist, auf die Wissenschaft zu hören und vor allem genug früh Maßnahmen zu ergreifen, um die Folgen gering zu halten oder zu verhindern. Deshalb brauchen wir jetzt einen strukturellen Wandel, einen Wandel hin zu einer solidarischen, nachhaltigen, ökologischen und sozialen Gesellschaft. Um weiter auf den Aktivismus sprechen wiederzukommen, das Netz bietet viele Möglichkeiten zur Aufsehenserregung und auch zum Austausch, welcher ja gerade jetzt so wichtig erscheint oder es wirklich ist. Doch bleibt die direkte Konfrontation und
der kollektive physische Ausdruck von politischem Widerstand und Engagement ein zentrales Handwerk in Krisenzeiten. Meiner Meinung nach ist verhältnismäßiges Abwägen gefragt. Es sollte also mehr Spielraum gefordert werden und kreative Ideen wie eine Schuh- oder Plakatdemo, Kundgebungen, die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, sollten zugelassen sein. Oder sollten sie nicht? Sollten wir vielleicht gar keine Demonstration mehr organisieren? Und anders gefragt, ist Widerstand und Aktivismus aber überhaupt möglich, ohne die Wirkung einer Masse von Menschen auf der Straße? Die Frage also, wie sollte Aktivismus in der Corona-Krise überhaupt aussehen? Ja, also ich persönlich muss sagen, ich vermisse extrem Demos. Also mir macht das irgendwie sehr zu schaffen. Ich habe auch das Gefühl, also gerade beim Klimastreik haben wir schon so das Gefühl einer Bewegung wirklich verloren, weil wir jetzt nicht mehr wirklich, also wir können nicht mehr uns versammeln mit vielen Menschen, was ja wirklich eigentlich von Anfang an unsere Strategie war. Oder das war wie der Start unserer Bewegung. So hat sich die Bewegung geformt. Sehr viele Menschen haben sich an einem Ort versammelt und haben ja etwas gefordert oder wollten Veränderung. Und das ist jetzt wie so das eigentlich ja so die Identität oder so das Gesicht unserer Bewegung ist in dem Sinn so nicht mehr möglich weiterzuführen. Und ich glaube, das macht schon sehr viel mit uns und auch mit dem Gruppenzusammenhalt. Ja, also ich würde da etwas differenzieren, glaube ich persönlich, weil natürlich vermisse ich persönlich auch Demos, aber gleichzeitig denke ich, dass Demonstrationen auch mehr Wirkung haben für die Menschen, die dort sind, als allgemein in der Gesellschaft. Also dass man, wenn man dort ist, zwar extrem viel Kraft bekommt, dadurch, dass man sieht, es gibt mehr Menschen, die sich auch für diese Meinung einsetzen, die auch eine nachhaltige Welt wollen, die auch diesen nötigen Wandel herbeiführen wollen. Aber gleichzeitig, wenn man nicht innerhalb dieser 3 Stunden in Zürich ist, dann bekommt man eventuell nur einen Blickartikel oder vielleicht sogar gar nichts davon mit. Also im Grunde finde ich es schon auch eine Chance, dass wir als Klimastreik uns überlegen können, wie könnte Aktivismus sonst noch aussehen. Aber meiner Meinung nach ist dieses ganze Online-Zeug nicht besonders wirksam, weil es sich halt online stattfindet und Menschen doch eine gewisse Distanz zu dem haben, was sie online machen. Also an eine Demo zu gehen, braucht sehr viel mehr Mut, braucht sehr viel mehr Commitment, dorthin zu stehen und zu sagen, das ist meine Meinung, als dass man einfach nur einen Beitrag online teilt. Und man kann auch nicht irgendwie politischen Druck erzeugen, indem viele Menschen in einem Zoom-Call teilnehmen. Für mich gehen diese Alternativen, die ich angesprochen habe, eher in Richtung lokale Gruppen aufbauen und das habe ich persönlich mehr als Einschränkung empfunden im Moment, dass auch das nicht geht, dass man wie nicht mehr wirklich Kontakt zu anderen Menschen suchen kann, weil es also doch im öffentlichen Raum eine gewisse Abneigung gegenüber menschlichem Kontakt, glaube ich, noch lange eigentlich da sein wird, weil man nicht mit Fremden einfach so interagieren möchte, weil sich das jetzt auch ein bisschen so eingebürgert hat, dass man diese Abstandsregeln einhält, dass man nicht einfach mit Fremden spricht. Und darunter leide ich persönlich mehr wie am Demoverbot, auch wenn Demos mir auch sehr viel Energie geben. Ja, und allgemein zur Frage, wie kann Aktivismus in der jetzigen Situation aussehen? Wir waren da natürlich von Anfang an als Klimastreik damit konfrontiert und für uns war natürlich klar, dass wir diese Krise ernst nehmen wollen, dass wir uns somit an die Maßnahmen halten werden. Aber ja, was du angesprochen hast, die Aktionen, die in den letzten Wochen eigentlich durchgeführt wurden, mit sehr starker polizeilicher Repression konfrontiert worden sind, die haben mir doch etwas zu denken gegeben, weil ich glaube, dass irgendwo durch diese verstärkte Polizeistaat in dieser Zeit, eine Notstandsregierung fast schon, doch etwas ist, was ich persönlich problematisch finde, weil für mich quasi steht immer noch der Sinn eines Gesetzes im Zentrum und nicht das Gesetz selbst und der Wortlaut davon. Und wenn ich sehe, dass 20 Polizisten ohne Abstand
die Demonstrierenden, die versucht haben, einen 2-Meter-Abstand einzuhalten, zusammendrängen, damit sie es nicht mehr können, dann frage ich mich persönlich einfach, wo da der Sinn liegt. Auch wenn ich noch nicht sicher bin, dass ich dafür bin, dass man überhaupt Demonstrationen in erster Linie durchführt. Ja, also mega grundlegend, das kam auch eine Frage. Und zwar, wie würde eine virtuelle Demo aussehen? Zum Beispiel Facebook-Profilbilder gleichzeitig ändern, Massenmails und städtische E-Mail-Adressen. ja, also Greenpeace hatte ja schon eine Demonstration gemacht. Dort waren, glaube ich, dann fast 1000 Menschen gleichzeitig in einem Call. Und es gab Vorträge, es gab Musik. Also so ein bisschen das ähnliche Rahmenprogramm wie sonst in einer echten Demo. Ja, also es gibt auch diese Twitter-Storms, in denen man sich auf ein oder zwei Hashtags einigt und dann möglichst versucht, möglichst viele Menschen auf einmal diesen Hashtag zu twittern und so eine Relevanz zu bekommen. Das hat extrem gut geklappt im Januar, als es diesen Twitter-Storm auf Roger Federer mit der Verbindung zur Credit Suisse gab. Es wurde sehr in den Medien aufgenommen, es gab dann ein Statement von Federers Seite, es gab ein Statement von Fridays for Future Seite und Thunberg Seite. Ich denke, dort haben wir schon gewisse Hebelwirkungen im Netz, aber auch nur bis zu einem gewissen Grad. Telefondemos? Telefondemos, genau, auch sehr beliebt, indem man einfach versucht, möglichst von relevanten Orten anzurufen gleichzeitig und so Druck zu machen. Ich denke, da müssen wir sehr kreativ sein, aber in diesem Facebook-Profil sowieso, wieso nicht, aber ich denke, es braucht etwas, was diese Relevanz erreicht, dass diese Aufmerksamkeit auch von verschiedenen Menschen bekommt, ein bisschen durch unsere Bubble geht. Und das ist mit diesen, zum Beispiel mit diesen Twitter-Hashtags extrem gut möglich. Was vorher noch angesprochen wurde, so, dass wir dieses Demo-Feeling extrem vermissen, ja, extrem, und ich denke, es liegt jetzt nicht daran, dass wir versuchen, dieses Feeling zu ersetzen. Ich denke, das ist nicht möglich. Ich denke, in erster Linie müssen wir wie andere Wege finden, indem wir der Klimakrise eine Relevanz verschaffen in dem gesellschaftlichen Diskurs. Es geht nicht darum, das zu ersetzen, sondern wir versuchen jetzt eben, also wir klettern Messehallen hoch, wir versammeln uns zu fünft vor dem Parlament und legen 1000 Schilder auf den Boden. Wir versuchen so unsere Wege zu finden. Und dann liegt es schlussendlich auch immer, also ganz klar an der bürgerlichen Presse, wie fest sie uns dann dieses Sprachrohr verschaffen. Gewisse Medien mehr, gewisse Medien weniger. Ich denke, es geht so in diese Richtung. Und ich finde diese dezentralen Aktionen sehr spannend, weil sie diesen Teamgeist vor allem dann in dieser kleinen Gruppe sehr stärkt, aber auch mit sehr kleinerem Aufwand ein relativ großer Outcome hat. Ich glaube, was mich persönlich beschäftigt, fast am meisten am jetzigen Fehlen des Aktivismus, ist nicht nur, dass ich es vermisse, sondern auch, dass all diese Themen, die wir jetzt vorhin für 40 Minuten diskutiert haben, uns eigentlich alle sehr beschäftigt haben. Also wir haben vor allem in den ersten Wochen immer wieder Zoom-Calls gemacht, bei denen wir über diese Dinge geredet haben. Diese Themen, die uns an der jetzigen Situation beschäftigen, weil sie natürlich sehr stark auch mit den Themen, die uns sonst beschäftigen, zusammenhängen. Und dass es dann aber keinen Weg gab, über diese Themen zu kommunizieren. Also dass man eben mit so Internetaktionen, glaube ich, dass man fast nur die eigene Bubble eigentlich erreichen kann, dass man fast nur die Menschen erreicht, die sowieso schon die gleiche Meinung haben wie man selbst. Und dass man, also ich hatte wie das Gefühl, die Menschen sind zu Hause und bekommen nicht wirklich viel mit von dem, was abgeht. Ich genauso. Aber die Themen, die mich beschäftigen, ich habe auch keine Möglichkeit, diese Themen nach außen zu kommunizieren. Und wir haben das auch als Klimastreik extrem gemerkt, dass wir immer wieder Sachen diskutiert haben. Und wir waren uns alle einig, aber wir konnten dann doch nichts damit anfangen. Ja, darum haben wir, glaube ich, auch heute diese Plattform sehr gerne ausgenutzt, um uns damals so richtig auszulassen. Es gab noch eine Frage, vielleicht können wir noch auf diese eingehen. Und zwar, was fänden wir, wenn das Zürcher Parlament nach dieser Krise als Klimaziel netto null 2040 setzen würde, weil 2030 parlamentarisch nicht möglich ist? Also vielleicht noch kurz zu der Forderung vom Klimastreik Schweiz. Haben wir uns vor gut einem Jahr darauf geeinigt, dass wir netto null Treibhausgasemissionen bis 2030
wurden ohne Einplanung von Kompensationstechnologien, wie so 2030 gemäß dem IPCC-Report und dem Pariser Klimaabkommen von 2015 brauchen wir eine, haben sich verschiedene Staaten, sondern auch die Schweiz, darauf geeinigt, Treibhausgasemissionen unter, also weit unter 2 Grad zu setzen. Und gemäß dem IPCC-Report sind die negativen Effekte von der Klimakrise weniger schlimm, wenn wir uns auf das Ziel 1,5 Grad einigen. Und deshalb hat der Klimastreik die Forderung bis 2030 mit einem Absackpfad bis 2024 von 13% pro Jahr und dann ab 8, nur noch 8% pro Jahr, weil die ersten 4 Jahre einfacher sind, um Treibhausgasemissionen zu senken. Und jetzt wurde hier aufgestellt, dass 2030 parlamentarisch nicht möglich ist. Was würden wir davon halten, wenn wir das Klimaziel Netto Null 2040 hätten? Also ich glaube, also natürlich würde ich mich im ersten Moment freuen, das möchte ich gar nicht damit sagen, aber ich glaube, der Grund, wieso, dass, wenn jetzt das Parlament deklarieren würde, dass sie sich Netto Null bis 2040 als Ziel setzt. Ich glaube, der Grund, wieso ich denke, dass es nicht unbedingt meine ideale Lösung wäre, ist, dass ich glaube, dass mehr nicht parlamentarisch möglich ist als nur die Zeitspanne. Dass ich glaube, dass man, um die Klimakrisenmaßnahmen nachhaltig treffen zu können, um diesen Umbau der Gesellschaft nachhaltig zu machen, kann nicht nur das Parlament daran partizipieren. Und ja, also gerade deshalb denke ich, dass sich nur im Rahmen dieser parlamentarischen Möglichkeiten zu bewegen, ist einfach keine Option, wenn es zur Klimakrise kommt. Weil das ist die größte Krise, mit der wir je konfrontiert worden sind. Und wir müssen auch da andere Lösungen finden, als nur mit der Politik zu arbeiten, die wir bis jetzt benutzt haben. Und wenn diese Politik es nicht möglich macht, in 10 Jahren diese Veränderungen herbeizuführen, dann, aber auch schon grundlegend, sollte man sich vielleicht die Frage stellen, ob nicht die Politik vielleicht geändert werden könnte. Ja, ich denke auch, das ist etwas Grundlegendes für mich. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo wir Netto Null 2040 haben, aber dann immer noch von Worten wie Solidarität sprechen und diese so leer sind und dass wir dann immer noch Fluggesellschaften retten. Da haben wir auch eine lustige Grafik in der PowerPoint auf Seite, das nachher. Ja. Wo wir immer noch Fluggesellschaften retten oder auch immer noch Banken retten, ohne dabei an die sozialen Aspekte zu denken, um nur die Wirtschaft zu sichern und vor allem das Geld. Das ist für mich wie nicht ein Punkt. Deshalb strebe ich in meinem persönlichen Aktivismus einen strukturellen Umbau der Gesellschaft an. Das kann ich, glaube ich, ganz offen sagen. Insofern würde ich mich auch freuen, weil ich denke, je weniger Treibhausgasemissionen, desto besser im ersten Moment, weil es die schlimmen Folgen versucht abzuwenden, weil diese so wichtig sind, weil wir sonst gewisse Kipppunkte erreichen, die dann nicht mehr umkehrbar sind. Kipppunkte vielleicht für die Menschen, die es nicht wissen, das sind Punkte in der Natur, die dann überschritten werden und nicht mehr umkehrbar sind. Das heißt, ja, wenn wir ein gewisses Maß an Treibhausgasemissionen ausgestoßen haben, können diese nicht mehr verringert werden. Also ein sehr elementarer Teil des Verständnisses der Klimakrise. Und insofern würde ich mich freuen, aber ich denke, mein Aktivismus wäre niemals fertig dann. Und ich denke, das würde auch die Position des Klimastreiks sein, noch mehr zu fordern und genau diese Forderung einzufordern, die wir schon haben. Ja, absolut. Das wäre ja wie ganz klar eigentlich, das wäre ganz klar für uns eine Nichterfüllung unserer Forderung, die ja ist 2030 netto null. Und das wäre auch eine Nichterfüllung der Klausel, welche ja sagt, wenn diese Forderungen im aktuellen System nicht möglich sind. Also das würde uns, glaube ich, wirklich in die Position bringen, dass wir den System Change öffentlich diskutieren beginnen oder wirklich als Klimastreik halt diese Debatte wirklich in den öffentlichen Diskurs bringen und sagen, also es ist ja offensichtlich eben nicht möglich, unsere Klimaziele oder unsere Forderungen, die wir als Klimastreik stellen, zu erfüllen im aktuellen System. Und was bedeutet das und wie sähe denn ein anderes System aus? Und ich glaube, das finde ich schon auch sehr spannend, dieser Ansatz. Ja, dass wir diese Diskussion dann irgendwann wie öffnen würden in die Gesellschaft und gemeinsam mit den Leuten irgendwie beginnen, diese Visionen weiter zu spinnen und uns zu überlegen, was für eine Welt wünschen wir uns, was für eine Welt brauchen wir auch
Also wir haben noch ein letztes Thema, über das wir heute sprechen möchten. Und dazu würde ich jetzt zuerst einen Input geben. Und zwar geht es so ein bisschen um die Frage der Art, wie die Politik gemacht wurde zu Corona-Zeiten. Und ja, genau. Also im Klimastreik diskutieren wir schon sehr lange darüber, wie dass man nötige Veränderungen herbeiführen kann. Und wenn man weg will von der Eigenverantwortung der Konsumentinnen und auch in Angesicht der Dringlichkeit der Klimakrise, stellt sich schnell die Frage, ob eine Art Notstandsregierung und ein Bundesrat, der mal richtig durchgreift, die Lösung sind, auf die wir warten. Ich möchte euch jetzt kurz einen Ausschnitt aus einem Text vorlesen, den Hans Widmer geschrieben hat, so zu Zeiten dieser Diskussion im Klimastreik. Klimanotstandstext. Als das Parlament den Klimanotstand verkündete, lachten noch alle. Doch das Lachen verging den Leuten, als das Parlament einen Krisenstab einsetzte und mit allen notwendigen Kompetenzen versah. Der Klimakrisenstab verkündete sofort eine Reihe von Maßnahmen. Verbot des Fahrens von Privatautos, Baustopp und Rückbau der Einfamilienhaushalten, Rationierung von Lebensmitteln und Transporten, Grounding von 90% aller Flugzeuge, Einführung eines Ökopunktesystems mit Kontrollarmbändern Marke Identa, Verbot aller privaten Computer und Handys, Verbot des Drucks von Büchern und Zeitungen, Verbot aller energieaufwendigen Sportarten, Schließung der Alpen im Winter, Reduktion der Rinderherde auf 20%, Beschlagnahmung und Verschrottung aller Kühlschränke, Fernseher und Privatherde, keine Raumtemperatur über 16 Grad. Das Buch aller Maßnahmen war 300 Seiten dick. Der Krisenstab teilte das Land in 100 Klimadistrikte ein, damit die Maßnahmen lokal angepasst und überwacht werden konnten. Zur Durchsetzung dieser Maßnahmen setzte der KKS zuerst die Polizei, dann auch Armee und Zivilschutz ein. Als die Leute von den Anordnungen des KKS hörten, glaubten sie an einen bösen Scherz. Doch als dann im Säuleamt die ersten Baggerkolonnen auffuhren, als parkierte Autos ohne Information der Halter einfach abgeschleppt wurden, als die RRR, Recycling, Reparatur, Reuse, Zentren einrichteten, als Arbeiterinnen erschienen, um Herde und Kühlschränke zu plombieren, da dämmerte es ihnen, dass es ernst war. Als die Handys eingesammelt wurden, musste der KKS psychologische Care-Teams einsetzen. Überall sah man Teenager herumsitzen, die mit leeren Augen in die Ferne starrten. Dann standen sie auf und ließen sich ein Buch vorlesen. Da auch alle Fernseher eingezogen worden waren, blieb als einziges Telekommunikationsmedium noch das Radio, mit einem einzigen Sender, der vom Kommunikationsausschuss des KKS betrieben wurde. Er brachte nur Nachrichten, Wetter, neue Restriktionen und Regeln, Stand der CO2-Reduktion, Einsatzbefehle und alles völlig unpolitisch und ohne moralische Appelle. Das Motto hieß: Zahlen, Fakten, Regeln, Konsequenzen. Musik gab es keine, nicht einmal die Nationalhymne. Genau, das geht noch ziemlich lange so weiter und beschreibt eine zwar klimafreundliche, aber sehr dystopische und totalitäre Welt oder eine Stadt. Und in diesem sind etwas überspitzt, aber dennoch eigentlich alle Problematiken einer exekutiven Notstandsregierung zu sehen. Und letztens musste ich mal an diesen Text denken und war etwas schockiert, wie viele Elemente mich an der jetzigen Situation eigentlich an diesen Text erinnern. Weil auch über den Virus haben viele von uns am Anfang noch gelacht und waren geschockt von den Maßnahmen des Lockdowns. Und genau, das war, weil wir uns schon so an unseren Wohlstand gewöhnt hatten, dass diese Krise uns sehr absurd vorkam. Und auch der verstärkte Polizei- und Überwachungsstaat wird mit Repressionen wie am 1. Mai und mit Handyüberwachungen über Swisscom, um Menschenansammlungen zu verhindern, immer deutlicher. Später werden im Text sogar absurde Rebellen beschrieben, die mit Offroadern und Traktoren demonstrieren und als Protest extra viel CO2 ausstoßen. Und sogar diese erinnern mich von der Idee her stark an die jetzigen
Corona-Rebellen, die freiheitsliebenden Verschwörungstheoretikerinnen und Impfgegnerinnen, die heute jeden Samstag europaweit gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren und auf ihre Grundrechte pochen. Ja, also im Prinzip ist der politische Umgang mit der Corona-Krise einer, der sehr auf eine Notstandsregierung ausgelegt wurde, der sehr auf den Bundesrat fixiert war. Und damit kamen natürlich auch einige Problematiken und über einige haben wir heute etwas gesprochen. Zum einen eben, dass viele Minderheiten keine Stimmen mehr haben, wie beispielsweise Bauarbeiterinnen oder der Care-Sektor. Dann natürlich die politische Problematik, die damit kommt, dass man eben keinen politischen Aktivismus mehr betreiben kann und diesen Minderheiten somit auch keine Stimme geben. Und dann gibt es natürlich auch Entscheide, die getroffen wurden, die etwas undemokratischer als sonst getroffen wurden, und zwar nur im Bundesrat. Und mit denen zum Beispiel wir als Klimastreik persönlich Probleme haben, da ist diese Entscheidung der Swiss, also dass der Bundesrat entschieden hat, der Swiss 1,9 Milliarden, glaube ich, sogar zu schenken, um die Wirtschaft in Gang zu halten und natürlich offiziell um die Arbeitenden zu schützen, aber wir denken, da hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben. Ja, wir haben da ein paar lustige Memes, die ihr sehen könnt, weil wir diese Entscheidung doch sehr absurd finden. Genau. Also, nebst all diesen Problematiken sehen natürlich, glaube ich, auch wir trotzdem alle, wieso dass es notwendig war, dass der Bund so schnell reagieren konnte und dass deswegen dieser Fokus auf den Bundesrat gelegt wurde. Und im Prinzip, also abgesehen von den Problematiken, die wir heute Abend angesprochen haben, haben wir ja auch gute Erfahrungen damit gemacht, jetzt rein auf die Corona-Krise bezogen. Also man konnte den Virus eindämmen bis jetzt. Genau, also stellt sich ein bisschen die Frage, was kann man dadurch für Schlüsse ziehen oder was können wir aus diesen Erfahrungen, die wir jetzt aus der jetzigen Politik gelernt haben, mitnehmen, wenn es darum geht, wie wir der Klimakrise begegnen. Also ja, also ein sehr wichtiger Punkt, auf den ich dann gestoßen bin, ist, denke ich, dass man einen sehr erheblichen Unterschied zwischen Corona und Klimakrise doch nicht außer Acht lassen darf, und zwar der zeitliche, dass die Corona-Krise temporär beschränkt ist, dass sie irgendwann vorbei sein wird, spätestens sobald es eine Impfung gibt, und dass die Menschen diese Notstandsregierung, glaube ich, zu einem gewissen Grad doch nur tolerieren, weil sie irgendwie beschränkt ist, weil man weiß, es ist bald wieder vorbei. Und die Klimakrise wird aber nicht irgendwann vorbei sein, sondern die Klimakrise ist eine permanente, also hoffentlich nicht Krise, aber die Problematiken, die hinter der Klimakrise stehen, sind permanent. Und zur Lösung derselben brauchen wir deshalb auch permanente Lösungen. Wir brauchen nicht einen Lockdown für eine gewisse Zeit, sondern wir brauchen ein neues Design der Umwelt und unserer gesellschaftlichen Struktur. Und das finde ich extrem problematisch, wenn man das mit Hilfe einer Notstandsregierung herbeiführen möchte. Und finde ich undemokratisch und ja, genau. Aber ich möchte jetzt noch etwas mit euch darüber diskutieren, weil es ja doch nicht so einfach ist. Also man kann ja nicht einfach sagen, Notstandsregierung, nein, danke, wir lösen das basisdemokratisch, weil die Zeit drängt ja. Wir haben gesagt, deutlich, wir wollen 2030, nicht 2040. Genau. Was meint ihr? Also eine Frage, die sich mir stellt, also bedeutet nicht der Weg, den wir bisher so ein bisschen eingeschlagen haben, dass wir einfach Druck ausüben auf die institutionelle Politik, bedeutet nicht das eigentlich, dass es eigentlich auf so eine Notstandsregierung hinzielen würde. Und das, also für mich ist das wie, also wenn das wirklich so ist, wenn es tatsächlich dazu führen würde, also wenn diese Forderungen ja so umgesetzt würden von der momentanen aktuellen Politik, ja, dann wären wir, glaube ich, schon in einem sehr ähnlichen Szenario, wie hier beschrieben wurde. Und das macht mich nachdenklich und ist für mich eigentlich ein weiteres, sehr starkes Argument auch, weshalb das eben keine Lösung ist und wir uns wirklich eine grundlegende Veränderung vorstellen müssen. Und ja. Oder wie seht ihr das? Also ich bin eben selber nicht ganz sicher. Dass, also ja,
denke ich das richtig? Also ich bin selbst auch immer wieder etwas verwirrt zwischen den Ebenen Individuum und Politik, weil wir ja eigentlich immer die Aussage haben, wir wollen nicht das individuelle Verhalten ändern, wir wollen systematische Veränderungen und machen deshalb Druck auf die Politik. Also die Politik soll etwas ändern im Allgemeinen und nicht jeder Mensch persönlich. Gleichzeitig führt das aber eben sehr stark zu dieser Notstandsregierung und dieser Problematik, die das mit sich bringt. Wahrscheinlich würde es auch zu einem sehr starken Widerstand von der Bevölkerung führen. Absolut, ja. Und für mich persönlich liegt die Lösung so ein bisschen in diesem Design der Gesellschaft, dass wir alle miteinander machen müssen. Also es ist etwas, was ich zuvor angesprochen habe mit den Grenzen der parlamentarischen Politik, dass ich denke, dass die Klimakrise diese Grenzen überschreitet. Und was ich damit meine, ist, dass die Maßnahmen, die man zur Lösung der Klimakrise treffen muss, zwar systemisch sein sollen, und zwar also alle mit einbeziehen, so wie die Politik sie treffen könnte, aber sie muss auch von allen getragen werden. Also sie muss deshalb auch von allen entwickelt werden und alle Menschen müssen mitreden können, wenn es darum geht, diese Maßnahmen zu etablieren. Und ich bin mir bewusst, also im Klimastreik haben wir, glaube ich, sehr viele Erfahrungen damit gesammelt, wie viel Zeit das braucht, wie viel Zeit das Basisdemokratie braucht, wie viel Zeit es braucht, einen Konsens zu finden, alle Meinungen anzuhören, immer wieder die gleichen Diskussionen zu führen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass es die einzige Lösung ist und dass es die einzige für mich tragbare Lösung ist. Und, ja. Also ich denke, dass den Text, den wir vorher von Annik gehört haben, ja vor allem Fokus darauf setzt, was für Verbote so eine Notstandsregierung aussprechen würde und wie eben genau wir uns ja dann wieder genau dieselben Fragen, die wir uns heute gestellt haben, bezüglich der sozialen Ungleichheiten stellen müssten und die sofort aufkommen würden. Und eben, ich denke, wenn wir in Betracht auf diese sozialen Ungleichheiten, ich denke, dass wir den Druck auf die Politik auch vor allem auf diese Seiten lenken sollten oder können oder auch tun, dass in ihren Händen auch liegt, inwiefern sie Lobbyismus betreiben, inwiefern sie private Unternehmen es genehmigen, einen hohen CO2-Ausstoß etc. Jährlich und Tag für Tag durchzuführen. Und ich denke, dass wir dort an der jetzigen Politik quasi in eine Richtung gehen können, aber diese jedoch nicht genug weitreichen kann, ohne dass wir eben nicht an Verbote denken müssten, sondern an wie können wir uns eine Gesellschaft vorstellen, in der wir einfach all diese Struktur, die eben den Klimawandel, die Klimakrise verursacht, wie wir die eben gemeinsam überwinden können und wie wir ja einen Weg daraus finden, mit einem Bezug vielleicht anfangs der jetzigen Politik, aus der wir dann jedoch herauskommen müssen, meiner Meinung nach, um eine wirklich von Grund auf soziale und nachhaltige Gesellschaft zu bilden, weil dafür eben, wie Annik vorher gesagt hat, die Grundlagen oder einfach die Reichweite unseres jetzigen Systems eben fehlt. Ich denke auch, dass wir wie diese Parallelen der beiden Krisen sehen, aber dass wir auch ganz klar ihre Unterschiede sehen. Und ich denke, das Spezielle, das wir vorher schon ein bisschen gesagt haben von der Corona-Krise, das ist auf die Wissenschaft hören. Schon ein bisschen schwierig, wenn sich die Erkenntnisse halt doch auch immer laufend ändern. Und bei der Klimakrise ist das halt wie klar, es gibt diese Lösungen, schon einige Zeit. Die versuchen wir auch im Moment mit dem Climate Action Plan, dem Klimaschutzmaßnahmenplan, der den Klimastreik verfasst, mit WissenschaftlerInnen aufzuzeigen, dass diese Lösungen schon lange da sind. Und gegen die Klimakrise kann nicht geimpft werden. Es braucht systematische, strukturelle, grundlegende Änderungen. Eine Impfung wird mutmaßlich das Coronavirus beenden, wenn es dann so weit kommen kann. Aber bis dahin brauchen wir diesen Lockdown. Und auch, ich denke, beide Krisen zeigen, wie sensibel dieses wirtschaftliche System ist, in dem wir uns befinden. Und das stimmt mich ein bisschen positiv, weil ich sehe, dass es sehr, sehr schnell, ja, dass dieses Kartenhaus sehr schnell brennt.
oder sehr schnell wackelt, wenn man das ein bisschen metaphorisch benennen kann. Und das stimmt mich ein bisschen. Positiv. Wie? Ja, ja, ist vielleicht schon ein bisschen ja, zynisch. Zynisch. Aber das hatten wir ja im letzten Cosmopolitik, dieses Zynische. ja. Ja, also ich denke wirklich so ein wesentlicher Unterschied dieser beiden Krisen und vor allem auch der Maßnahmen, die getroffen werden, ist wirklich, dass bei der Corona-Krise ist das reaktiv. Also wir reagieren auf eine Situation und ist in dem Sinne Change by Disaster. Also es ist ein Desaster und wir müssen reagieren, wir müssen versuchen, dieses akute Problem so schnell wie möglich irgendwie in den Griff zu bekommen. Und bei der Klimakrise ist es so, dass es wirklich schon seit Jahren klar ist und die Krise ist da und sie wird kommen, aber sie kommt sehr viel langsamer und auch sehr viel absehbarer als die Corona-Krise und deshalb muss es eben eine proaktive Lösung sein, also Change by Design, dass man wirklich seine Zukunft trotzdem auch noch gestalten muss, weil wir haben wenig Zeit, aber wir haben noch Zeit und ich glaube, das ist schon auch der springende Punkt, dass wir jetzt beginnen müssen, Alternativen aufzubauen oder auch vorzuzeigen, wie denn eine bessere Welt aussehen könnte. Und also das ist halt in so einer Corona-Situation wie nicht möglich, aber weil das so ein akutes Problem ist. Aber ich glaube, das ist wirklich auch die Chance an der Klimakrise. Und das ist der Ansatz, den wir anpacken müssen und eben auch anders funktioniert. Und das gibt mir auch Hoffnung, dass es eben, ja, die Möglichkeit besteht, dass es nicht so enden muss, wie dieser Text, den Annik vorgelesen hat. Ich denke auch, dass ich das sogar so ein bisschen aus dem eigenen Gefühl, das ich bezüglich der beiden Krisen eben habe, irgendwie auch ableiten kann. Nämlich, dass ich auch jetzt immer in der Corona-Krise mich sehr, also das hat auch damit zu tun, wie ich glaube, wir in der Gesellschaft noch ein eben auch rein im persönlichen Umgang zu unsolidarisch waren. Aber dass ich gemerkt habe, dass ich mit nicht sehr viel Offenheit immer an diese Krise angehen kann und nicht vor allem von auch Gleichdenkenden oder einfach von den Menschen eine Offenheit zu spüren bekommen habe, wo sich aber eben durch diesen Unterschied der beiden Krisen, nicht bei der Klimakrise, immer sobald man mal ablegen kann, dass das jetzige System und der jetzige Alltag und halt so, wie wir es gewöhnt sind, dass dies irgendwie alles perfekt und ausgehebelt und ein gutes Leben findet, dass man dann sehr, sehr partizipativ und sehr offen miteinander irgendwie sprechen kann. Und das ist wirklich etwas, was auch eben mir sehr Hoffnung gibt oder einfach was mich daran glauben lässt, dass wir diese Krise überwinden können und dass wir es vor allem müssen, weil nur schon der Weg dahin mich irgendwie begeistert auf eine Art und Weise. Ja, also ihr sprecht jetzt beide davon, dass ihr Hoffnung habt. Ich habe natürlich auch noch Hoffnung, sonst würde ich nicht hier sitzen, aber gleichzeitig, also diese ganzen Überlegungen sind schon etwas, was mich immer wieder so ein bisschen auch zu dazu drängen, dass wirklich zu handeln, weil man so diesen Druck hat, von der einen Seite diese Dringlichkeit zu spüren und dieses, wir müssen jetzt handeln und eigentlich ist das schon viel zu spät und das müsste man eigentlich jetzt einführen und gleichzeitig aber diesen Willen eigentlich zu einem weiten Trio zu bleiben und das eben nicht einfach so einzuführen, dass der Bundesrat das jetzt beschließt und allen auferlegt, sondern das so einzuführen, dass wir als Gesellschaft irgendwie etwas Größeres daraus machen. Ich glaube, das ist schon sehr schwierig, irgendwie so zwischen diesen beiden Seiten zu stehen und so auch irgendwie dann noch Hoffnung zu sehen und dann noch zu sehen, es gibt aber eine Lösung, die nicht Klimanotstandsgesellschaft oder absolutes Desaster ist, bei dem nur die reichsten 10% überleben. Ja. Ich würde sonst vielleicht Schlussstatements noch von allen einsammeln und dann zu einem Fazit kommen. Ja. Matthias. Ja, ich würde doch noch gerne schnell auf diese demokratischen Prozesse angehen. Es gab auch eine kurze Bemerkung von wegen, ob diese demokratischen Prozesse dann nicht sehr viel Zeit brauchen. Das wurde vorher auch schon gesagt. Und ich bin mir nicht sicher. Also wenn ich jetzt den Verlauf des CO2-Gesetzes anschaue im Parlament, kann man höchstens damit rechnen, jetzt ein bisschen durch Corona halt ein bisschen alles verzögert, aber dass im Sommer es wieder zu einer Abstimmung kommt. Und dann kann es aber auch sein, dass dieses Ping-Pong
zwischen dem Nationalrat und dem Ständerat noch einmal in eine nächste Runde geht. Und wenn es dann nicht mehr klappt, dann kann es auch sein, dann müssen wir ein komplett neues Gesetz aufbauen. Dann wären wir vielleicht bei 2024, wo wir ein neues Gesetz hätten. Und deshalb, also das zeigt mir nur schon, dieses Beispiel zeigt mir schon, dass wir etwas Neues brauchen. Es kann nicht sein, dass dieses Parlament so lange braucht, um doch so wichtige Maßnahmen zu fassen. Und diese demokratischen Prozesse, die ich, das wurde vorher gesagt, wir brauchen von überall brauchen wir Menschen, um diese Maßnahmen fassen zu können, damit wir sie möglichst inklusiv gestalten können. Ich denke, das ist auch ein grundlegender Gedanke, dass wir nicht jemanden oder die Menschen bevormunden. Weil ich denke, das haben wir schon genug. Also, dass wir sagen, ja, nein, das ist am besten für Sie so. Nein, ich möchte hören, was am besten für Sie ist. Ich möchte von Ihnen hören. Und ich möchte nicht bevormundet werden, weil das ist nicht eine Welt, wo ich mir vorstelle zu leben, dass irgendjemand eine Taskforce mit, weiß ich was, vielen alten weißen Männern entscheidet, was am besten für andere Menschen ist. Und ich denke, das ist ja das Grundlegende. Und dann, sobald wir diese gemeinsame Basis haben, können wir weiter entscheiden, was am besten ist. Und schlussendlich können wir noch nicht sagen, was am besten ist, weil wir noch nicht alle Meinungen und diesen deliberativen Prozess erlebt haben. Ich denke, das ist etwas, wofür ich sehr kämpfe, dass wir diesen Austausch haben, diese Kommunikation, dieses gemeinsame Entscheiden. Ich denke, das ist grundlegend, dass wir versuchen, dass wir diese Welt erreichen können, die wir so möchten und jeden Tag auch kämpfen. Also ich denke, das dürfen wir nicht vergessen. Wir kämpfen hier Tag für Tag für etwas, das uns sehr am Herzen liegt. Also vielleicht nur, um noch schnell auf die Zeit einzugehen, weil du hast gesagt, parlamentarische Prozesse brauchen auch Zeit, aber um fair zu sein, das ist auch so, weil sie versuchen demokratisch zu sein. Also es stimmt schon, dass der demokratische Prozess auch sehr viel Zeit braucht. Aber ein Lösungsansatz, den der Klimascheck auch darauf wie versucht, ist das Dezentrale, also dass man versucht, lokal anzusetzen, weil je kleiner quasi der Rahmen, in dem man sich bewegt, desto einfacher ist es, konkrete Lösungen zu finden und sich nicht immer in den Grundsatzdiskussionen zu verlieren. Also dass man wirklich im Dorf, vielleicht sogar noch kleiner, im Quartier ansetzt und lokale Lösungen findet. Genau, ich wollte auch diesen Punkt mit dem Dezentralen noch betonen. Ich sehe darin tatsächlich auch eine Chance, und so wie ich es aus Hans Widmers Text irgendwie heraushöre, ist das auch diese Call to Action schlussendlich, dass man sagt, organisiert euch in eurer lokalen Community, also beginnt irgendwie mit den Menschen zu diskutieren, beginnt euch zu organisieren, sprecht über gesellschaftsrelevante Themen und ja, träumt auch diese Utopien und setzt sie um. Also ich glaube, dass das extrem viel Potenzial hat, Gruppen von Menschen, die sich entscheiden, hey, wir finden dieses System so, wie es funktioniert, nicht mehr gut und wir möchten das anders machen. Sie beginnen, Alternativen aufzubauen, sie beginnen irgendwie das Leben tatsächlich auch anders zu leben, und zwar in jedem Lebensbereich. Und das gibt mir extrem viel Hoffnung, solche Projekte, die gestartet werden von Menschen oder solche Gemeinschaften, die eben anders funktionieren. Und ich glaube, je mehr solche entstehen, desto mehr Menschen werden auch bemerken, dass es eben Alternativen gibt, dass es Möglichkeiten gibt, die funktionieren. Und schlussendlich geht es wirklich darum, dass die Menschen sich auch dazu ermächtigen und sich selber irgendwie emanzipieren und merken, hey, ich kann etwas verändern, ich kann sehr viel mehr schaffen, als ich manchmal glaube. Und ich bin nicht einfach, es ist auch so ein bisschen die Frage von, ja, wo, was heißt denn Politik und was bedeutet die Gesellschaft und wie sehr bin ich Teil davon? Und ich glaube, sich selber als Teil der Veränderung zu verstehen, ist ein erster Anfang, der dazu führen kann, dass das einzelne Menschen wirklich merken, wenn wir eine Gruppe sind von Leuten, die beginnen zusammenzuarbeiten auf eine sinnvolle Art, dann können wir sehr, sehr, sehr viel mehr schaffen, als wir alle glauben. Also für mich ist dieser Gedanke der mir Hoffnung gibt, um auch weiterzumachen im Aktivismus. Ja, also ich habe gerade keinen Punkt zum Ansetzen, aber ich denke, viele Hoffnungsträger wurden mir jetzt auch schon genannt. Oder ich finde die Auseinandersetzung mit
Politik jetzt und mit im Verhältnis zu Utopie ist etwas, was den Aktivismus so lange noch prägen muss, bis Politik mit Utopie übereinstimmt. Und bis wir dahin gelangen, geben mir auch große kollektive Hoffnungen, wie eben Demonstrationen oder auch, wenn es dann halt nicht per se zentralisiert, aber einfach aus verschiedenen Kreisen Zusammenkünfte sind, wo wir doch auch sehen, wo eben auch, aber dann alle Menschen diese Erfahrungen, die sie in ihren eigenen Kreisen gefunden haben, hintragen und wie man nachher dann auch sehen kann, dass man einander ergänzt und nicht per se einander im Weg steht, was ja man heutzutage in einer nationalistischen Welt so immer denkt, dass wir uns alle im Weg stehen in den verschiedenen geografischen Plätzen dieser Welt, die wir uns irgendwie aufgeteilt haben. Und ja, das ist sicher etwas, was mir immer sehr wichtig scheint. Okay, dann würde ich gerne an dieser Stelle unsere Diskussionen abschließen. Ich glaube, man sieht, den Klimastreik gibt es noch. Wir haben immer noch sehr viele Gedanken und Ideen und Hoffnung und sehen trotzdem aber auch immer noch viele Probleme, für deren Lösung es sich zu kämpfen lohnt. Genau, und wir hoffen, dass wir euch mit unseren Gedanken etwas Inspirationen oder vielleicht auch einfach nur Zweifel am jetzigen Leben geben konnten. Wir hoffen natürlich, dass auch etwas Hoffnung dabei war. Und ja, wir möchten jetzt noch auf das Jamboard eingehen. Genau, da hat es nämlich sehr viele, sehr spannende und interessante Beiträge gegeben. Höhere Ambitionen müssen her, sehe ich. Ja. Und was nützt dann dein Auto, wenn der Asphalt schmilzt? Sehr gut. Es ist ein guter Anfang, aber es geht realistischer. Verstehe ich nicht. Ja, verstehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Es geht utopistischer. Es geht immer utopischer. Es geht radikaler. Pass auf. Es muss. Hurra, diese Welt geht unter. Ja, so weit sind wir noch nicht, denke ich. Dass wir den Weltuntergang feiern. Ja, schön. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt wäre der Applaus. Genau. Danke fürs Klatschen. Aber klatschen auch wenn, ja nicht, auch wenn es keine Krise danke gibt. Euch fürs Dabeisein. Danke euch fürs Dabeisein. Und bei uns geht es dann weiter am nächsten Montag. Einerseits am Samstag, andererseits am Montag, am Samstag mit Zeit und Raum und wahrscheinlich am Montag wieder hier. Und ansonsten findet ihr das Programm zum Live-Kosmos, zum virtuellen Kosmos auf kosmos.ch/stream oder einfach auf kosmos.ch unter den normalen Veranstaltungen, wie immer. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr da wart. Und bis zum nächsten Mal.